Hallo und herzlich willkommen bei der Schwarzwald-Tanni in meinem Nähzimmer. Ich möchte mit euch heute solche wunderschönen Bucheinbände nähen mit einer Applikation, mit zwei geteilt oder so. Ich habe euch natürlich noch mehrere Beispiele mitgebracht, da ich ja die Leidenschaft für Sticken gefunden habe. Wenn ihr eine Stickmaschine zu Hause habt, könnt ihr auch wunderbar hier euer Namen und Motiv einsticken, genauso wie auch hier. Ihr könnt natürlich das immer so machen, von der Größe her, wie euer Buch es gerade braucht. Ich habe auch nicht nur das Buch, ich habe es auch hier als Ordner gemacht, aber das Nähprinzip bleibt immer das gleiche. Jetzt machen wir es heute einfach mal auf die Größe von dem kleinen Buch. Ich habe schon mal zugeschnitten, zeige ich euch. Das Ganze inklusive Nahtzugabe habe ich mit einer Breite von 42 cm mit einer Höhe von 24 cm und da ich dann die Vorderseite zweigeteilt haben will, habe ich das Unterteil natürlich auch 42 breit und 17 hoch und das Teil, was ich darüber setzen will, 42 breit und 12 hoch. Ich habe immer 1 cm Nahtzugabe gegeben und der Umbruch, das innen drin, sind immer 5 cm. Ich habe mir eine Applikation ausgeschnitten. Ich habe auch die schon bebügelt mit Flisofix. Und ich habe das Futter, das innen drin bebügelt mit Flisofix. Gern lasse ich da auch ein bisschen den Rand stehen, damit ich besser die Nahtzugabe nähen kann. Und dann geht es auch schon los. Als allererstes machen wir das Vorderteil von unserem Bucheinband und nähen das untere an das obere Teil ran. Ich stecke es wie immer mit ein paar Stecknadeln fest, damit man es beim Nähen nicht verrutscht. Nähen tun wir heute auf der Elna 550. Das ist ein ganz neues Modell von Elna. Sie hat noch zwei Geschwister, die Elna 560 und die Elna 570. Und die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen, und zwar Elna 550, ein wunderschönes Einsteigermodell mit doch schon sehr vielem Komfort für so eine nette kleine Einsteigermaschine. Wir haben hier 59 Stiche, Gradstiche, Zickzackstiche, wir haben wunderschöne Stiche zum Overlocken. Wir haben dafür auch besonderes Zubehör. Wir haben hier unseren Overlockfuß, wir haben einen Reißverschlussfuß, wir haben einen transparenten Fuß für unsere Zierstiche, wir haben für die Quilter einen Spezialfuß und wir haben einen Fuß für einen Blindstich. Wir haben hier schon den Luxus von einem Knopflochautomatik. Finde ich ganz, ganz klasse, dass sie das dazu gemacht haben. Und was ich auch ganz toll finde, ist, ich habe einen Anschiebetisch. Das heißt, ich kann Freiarm, ich kann normal oder ich kann hier einen wunderbaren großen Anschiebetisch dran stellen. Wenn ich großes Nähgut habe, dass es nicht runterfällt, dass alles glatt liegen bleibt, gibt ein ganz tolles und schönes Nähergebnis. Ich habe hier mein Fach, wo ich dann mein Nähzubehör drin habe. Das Fach kann ich anschieben, wenn der Nähtisch einfach weg ist. Mehr will ich gar nicht sagen und schon geht's los. Wir fäden ein. Ich markiere mir meine Spule immer mit dem Edding eine Seite schwarz, was für mich immer die Unterseite darstellt beim Aufspulen, sowie bei nachher auch beim Einfädeln. Wenn ich das Güdermann-Garn bei Elna einsetze, lege ich es immer links. Das heißt, ich kann es aufrecht sehen, so steht's, und dann nach links. So fädelt es am schönsten ab und ich habe keine Fehlstiche, wie bei jeder anderen Nähmaschine. Ganz normal, wie wir es kennen, wird einfach hier aufgefädelt. Ich klippe hinten an und ich kann entweder durch meine Start-Stopp-Taste oder durchs Fußpedal, jetzt machen wir es mal mit der Start-Stopp-Taste, wunderbar aufspulen. Ich kann hier auch langsamer machen und am Display sieht man, sie spult. Wenn ich nun meine Spule unten in die Spulenkapsel einlege, wie gesagt, weiß ich, meine markierte Stelle muss nach unten zeigen, so spult sich die Spule richtig ab. Ich lasse hier den Faden unter dem Metall durchlaufen,
ziehst der 1 entlang und die 2 und bei der 2 ist ein Messer, da schneidet es ab. Da ziehe ich, ich mache zu und der Unterfaden kommt von ganz alleine nachher nach oben. Wir müssen nicht mehr am Handrad drehen. Dann fäden wir den Oberfaden ein. Das ist alles hier sehr schön beschriftet. Ich komme über 1, gehe da 2 entlang, der 3, der 4, der 5 und ich gehe einmal hier in die Nadelstange. Und wenn meine Nadel an der obersten Position ist, die ich mit der Nadel oben und unten tasten am besten einstelle, habe ich hier einen Nadeleinfädler. Da hinten ergibt es die Schlaufe, ihr seht das. Und meine Nadel ist eingefädelt. Ich lege den Faden natürlich immer unter den Fuß und kann jetzt schon mit Nähen beginnen. Der Unterfaden kommt von ganz alleine nach oben. Unsere erste Naht ist fertig und darauf setzen wir dann auch unsere Bordüre. Am Anfang verriegeln nicht vergessen, sprich rückwärts, vorwärts. Ihr könnt das auch gern noch ein bisschen ausbügeln. Habe ich jetzt halt aus Zeitgründen drauf verzichtet, habe es aber auch schon bereut. Am Schluss könnt ihr anstatt verriegeln auf die Musterende-Taste drücken. Und es verriegelt euch immer im selben Stich. Ich habe hier mein Bügeleisen. Bügel mir auf jeden Fall jetzt nochmal nachträglich meine Naht. Kann euch nur empfehlen, öfters zu bügeln. Dann möchte ich meine Applikation setzen. Und um genau zu sehen, wo die hin soll, mache ich mir jetzt meine Markierungen in meinem Schnitt. Mit kleinen Schnittchen hier in meinen Stoff. Nicht so groß, einfach so in der Nahtzugabe drin. Und die bügel ich mir jetzt mal gleich um. Das ist nachher auch eine Nähhilfe. So, jetzt falte ich es noch einmal in die Mitte, dass ich einfach den Überblick habe, dass ich die Applikation gut platzieren kann. So, wir machen das auf. So lege ich es mir hin. Ich habe das Fliesofix schon aufgebügelt vorm Ausschneiden. Fällt mir leichter. Jetzt muss ich hier nur noch die Trägerfolie einmal abziehen und mein Herz platzieren. Schön mittig. Und noch einmal mit meinem süßen Riemendampfbügeleisen aufbügeln. Wenn wir mit Flieseline arbeiten, beim Bügeln immer darauf achten, nicht hin und her fahren, sondern punktuell, damit sich der Kleber auch einfach löst. Dann suchen wir uns an unserer Elna 55 einen schönen Applikationsstich aus. Dafür schauen wir hier auf unserer Karte und ich habe mich natürlich schon entschieden für den Stich 24. Meine Stiche gebe ich ganz einfach ein. Ich habe hier die 2 mal die 0, das heißt, wenn ich da drauf drücke, bin ich bei 2 und wenn ich 4 mal hier drauf drücke, bin ich auf 24. Ich weiß jetzt schon, dass ich den Stich etwas breiter haben will und etwas länger haben will. So, hier habe ich meine Schnell- und Langsam-Taste. Die mache ich mir gleich ein bisschen auf langsamer, weil beim Applizieren ist es ja so, dass wir da ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ich kann auch den Fuß wechseln, das sagt mir meine Elna auch. Sie schlägt mir vor, den F-Fuß zu nehmen. Das ist der transparente Fuß. Ich wechsle meinen Fuß, indem dass ich hier hinten auf das schwarze Kläppchen drücke. Dann fällt er hinunter. Das hier ist mein F-Fuß, der transparente. Den setze ich ein, indem ich einfach den Fuß runterlasse und es einrastet. Ich lege den Faden nach hinten durch und somit kann ich einfach besser sehen, wo ich jetzt arbeite. Ich klappe bitte wieder alles auf, damit wir nichts festnehmen beim Applizieren. Ich persönlich fange gern unten am Herz an, dann habe ich es besser unter Kontrolle. Und los geht's. So, jetzt kommt die spannende Geschichte rund ums Herz. Ich habe hier eine Nadel oben und unten Taste, ich drücke die sehr gerne. Dann ist die Nadel unten, jetzt kann ich den Fuß lüpfen und kann wesentlich einfacher um die Rundung gehen. Und das muss ich halt 2-3 Mal in so einer engen und kleinen Rundung machen. Die größeren Schwestern von unserer Elna 55 haben einen Fadenabschneider. Mit diesem Fadenabschneider ist es etwas einfacher. Da stelle ich die Nadelposition immer bleibend gleich nach unten ein,
Da muss ich natürlich wie hier nicht ständig aufs Knöpfchen drücken. Kann dann viel schneller werden. Es ist ja wieder gerade. So, und ruckzuck ist unsere Applikation drauf und hat einen richtig schönen Stich. Ich lege jetzt mein fertiges Vorderteil rechts auf mein schon mit H630 bebügeltem Rückteil und mache mir jetzt nochmal meine Markierungen, die ich mir hier in mein Oberteil gemacht habe, auch in mein Unterteil. Die Clips, die ich in meinen Oberstoff gemacht habe, zur Markierung mache ich mir jetzt auch in mein Futter. Einfach auch da wieder in die Nahtzugabe einmal reinklipsen an allen vier Teilen. Dann nähe ich jetzt meine Seiten einmal links und einmal rechts ab. Wieder den Geradstich einstellen, wieder den A-Fuß reinmachen und dann das Verriegeln nicht vergessen. Und Musterende-Taste. Tolle Erfindung. Füßchen hoch, dann können wir hier abschneiden, das ist die eine Seite. Und dann machen wir das auch bei der anderen Seite. In einen Zentimeter Nahtzugabe einfach abstecken. Nun brauchen wir hier unsere Kennzeichnungen. Und zwar legen wir hier genau da den Stoff doppelt um, stecken uns eine Stecknadel und von der anderen Seite auch wie beim Falten legen. So. Auch eine Stecknadel. Und jetzt müssen die beide zusammen nach vorne kommen. So. Und nun kommen die vier Schnitte hier direkt aufeinander. Und das stecke ich dann mit der Nadel. Ja? So und so. Und das an allen vier Seiten stecken. Nun habe ich alle vier Seiten gesteckt. Ich zeige es euch nochmal. Die Zwicks sind beide hier vorne. Und hier hinten ist die Falz und ich nähe jetzt das Oberteil, also ich weiß, dass das oben ist und das unten, aber wenn man es nicht sieht, ich lege es so rum, dann sieht man es am Herz. Das Karo wollte ich ja oben haben, ich nähe jetzt einmal hier oben lang, gleich so, wie ich es mir gesteckt habe. Den Zentimeter Nahtzugabe und Verriegeln nicht vergessen. Beim Volumenvlies schiebt es jetzt gerne ein bisschen. Ich mache jetzt den Stich hier mal auf 3. Das ist viel angenehmer. Ja, viel angenehmer. Jetzt haben wir nur noch unten geöffnet. Unten möchten wir ein Wendeloch haben. Alles, was ich jetzt noch zunähe, ist quasi einfach hier meine Klappe bis hierher und hier. Und der Rest lasse ich einfach geöffnet als Wendeöffnung. Fasse ich durch meine Wendeöffnung rein und ich lege mir die Ecke mit einem Finger um und drin den Daumen nehme ich mir so rein und somit kann ich hier problemlos meine Ecke rausmachen und das mache ich an allen vier Seiten. Wenn noch eine Stecknadel steckt, rausmachen, letztes Eck rumlegen, Finger rum und Hokus Pokus. Rumklappen. Jetzt muss ich unten noch die Wendeöffnung schließen. Die bügel ich mir aber jetzt zuerst noch. Nun habe ich meine Wendeöffnung, einfach die Nahtzugabe von Futter und von Oberstoff einmal rumgebügelt. Meine Ecken noch einmal ausbügeln. Und ich nähe jetzt von der rechten Seite komplett einmal von diesem Punkt bis zu diesem Punkt und dann ist meine Hülle auch schon fertig. Auch hier lasse ich den Geradstich auf 3, weil einfach durch das Volumenvlies es besser transportiert. Alle Fäden abschneiden. Und meine Buchhülle ist fertig. Wie gesagt, ihr könnt die mit vielen anderen Stoffen machen. Ihr könnt einfach nur ein
Schreibblock reinmachen. Ich habe bei mir jetzt für 2018 einfach meinen Kalender drin. Ich freue mich darüber. Das werde ich verschenken. Auch sehr schön, wie gesagt, mit bestickt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen der Buchhülle mit der Applikation und der Elna 550. Wie immer bekommt ihr alle Stoffe, Zubehör und auch die Maschinen bei uns in Bühl in der Näharena. Ich freue mich da immer, wenn ihr mich besuchen kommt. Und wer weiter weg wohnt, kann natürlich gerne bei uns im Shop einkaufen auf der Näharena-Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis dann, eure Schwarzwald-Tanni.